Dachte ich mit dem Soundcheck, habe ich gedacht, vielleicht bauen die das noch um, so mit so Narrenköpfen und so. Also doch genug Narren hier. Ja. Da, Ida Oberstein, da. Die Fans aus Ida Oberstein. Ja. Ist ja eigentlich so für so ein Blueskonzert nur angeschaffen, ne? Ja. Also wir lieben ja auch den Kontakt zum Publikum. Ja, deswegen muss ich die mal sehen. Ah ja, jetzt sehe ich sie. Und wenn man in so einem kleinen Club spielt, wie gestern, das ist für uns zum Beispiel auch total schwer, wenn man jeden Tag woanders spielt. Gestern war so ein ganz kleiner Club, da haben die Leute fast auf der Bühne gesessen. Und heutzutage braucht man schon eine Brille, damit man weiß, dass da hinten auch noch Leute sind. Ja, in der Ölmühle wäre das fast so gewesen. Ich weiß nicht, warum die nicht gewartet haben, bis wir da gespielt haben. Dann hätte sich die Renovierung wenigstens gelohnt. Und wir haben gehört, da wäre irgendwie was zusammengebrochen. Das kennen wir als Kölner auch. Da wäre nach uns noch mehr zusammengebrochen. Gut, dann machen wir mal ein bisschen Musik. Geht jetzt schon? Dankeschön. Dankeschön. Geh doch mal eine Runde. Ja, aber wie hat euch das so gefallen? Wir fangen dann jetzt mit den Zugaben an. Nee, jemand hat den ausgemacht. Ah, da war ein Schelm und hat seinen Verstärker ausgemacht. So, hinterrücks. Der Witz war gut. Hat auch funktioniert, ne? Gut, dann fahren wir jetzt nochmal. Also, wunderschönen guten Abend. Ja. Es ist schön hier in Langen. Sitting on the front porch,
Thank you.